Isabel Reitemann. Ich bin froh, begrüßen zu dürfen und jetzt spielt die Prägenband. Bedankt.
geboren sein. Das wollen wir uns mal gucken. Das soll was ganz Besonderes sein. So ein Riesding soll das sein, was deiner Wiege liegt. Josef, der alte Sack, passt verdammt gut auf seine Brut auf. Maria ist gerade nicht so gebraucht. Die kommen aus dem 21. Jahrhundert. Und heutzutage macht man Kinder nach dem Kritzmann-Rezept. Es hat sich beim Regen in Gießen ganz beschwert. Das Kunstmann-Rezept. Ihr habt bei der Geburt schon mal was falsch gemacht. Das Jesuskind gehört nicht in eine Wiege oder auch nicht in eine Krippe oder irgendwas, das gehört ins Nessel ein. Und dann die Temperatur muss 37 Grad betragen, denn nur dann kann sich das Kind ernähren von Butterzellen, Kraftsäuren und Ribosträngen, die sich zu Hühnerklauen verengen. Wenn wir das wissen, dann hat er es getan. Wir aus dem 21. Jahrhundert haben es getan. Wir machen aus dem Jesuskind so richtig was.
durchrühren, das ist wichtig. Und die Temperatur muss stimmen. Das muss dir noch mit hinein. Das Butterfleisch, das Keim vom Rind, das Hühnerklauengrind, die monoklide Säuren und ein bisschen Nasenbrei. Muss auf. Nicht sein. Bleibt
der Kleine, so furchtbar uns gemeine Gerd. Ich bin Gerd. Gerd ist mein Name. Und ich fühle mich wohl, denn mein Name ist Gerd. Und meine Schwiegermutter hat mir eine neue Eihülle gekauft. Auch noch eine neue Hose gekauft. Und die ziehe ich jetzt an. Dann kann ich als Gerd über die Straße in Emsdetten gehen. Kann ich aus meiner Wohnung gehen und kann mir die Leute in den Kneipen und die Leute in den Kaufhäusern und die Leute auf den Fluren, den Himmel der Erde, ich kann sie mir ansehen. Und ich weiß, wie mein Name ist. Er lautet so. Und dann macht ihr immer Witze. Schlupfhöhlen, Tierkanal, Bayern. Infantilen Schädelkanal. Ich bin ganz sicher, wenn ich nachts aus meiner Eihülle schlüpfe, bin ich ein ganz anderer. Da gehe ich den Hügel hinauf, vorbei an Treppen runter ins Labor. Und da bin ich dann der Auferstandene, der immer fortwachsende, der mich gierig empor. Ansonsten Phil. Doktor! Phil! Doktor! Phil! Doktor! Dr. Phil heißt er.
Kenny, was denn jetzt? Tedman! Tedman, Applaus für Tedman 1! Tedman, du hast doch was gewonnen, natürlich. Du wusstest auch, was zuerst in den Topf gehört. Die Milch oder der Brei. Hat Tedman. Ich kam mir gerade vor wie Wim Tölke, okay. Aber nach wie vor Gerd, ich bin ein Wabert und Gerd. Doch leider ist uns die Fehlzeit in 8, nur 38 Stunden auf 37 Grad gewachsen. Okay, die Breakband heute Abend. Schon leicht dottergelb angelaufen. Er freut sich inzwischen grün. Es begab sich zu einer Zeit, als Fehl operierte. Dr. Fehl nähte ihm einen Fisch ins Gewebe, auf das sich die ganzen Zellen ringsherum Synapse für Synapse entzündet. Ich bin Baba!